Hey, Sebastian Reiners hier. Ich habe in den letzten Videos schon angesprochen, wie man seinen Erfolg im Network Marketing verfünffacht, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht oder vervielfacht. Und ich habe angesprochen, wie man den ersten Schritt dazu benutzt, ja, und zwar, wie man sich in einer Nische positioniert. Die Videos habe ich übrigens unterhalb des Videos nochmal markiert. Ich meine natürlich eingefügt als Link, damit du sie dir auch anschauen kannst. Der zweite Schritt war, wie bereits gesagt, das Etablieren als Experte bzw. das Schaffen von Output. Ja, in diesem Video werde ich dir erklären, wie du Output in deiner Nische schaffst. Und das ist ganz einfach eigentlich. Das ist schon wieder so banal und so simpel, dass da so viele einfach nicht drauf kommen. Also, du bist in deiner Zielgruppe, ja? Und deine Zielgruppe hat ein bestimmtes Problem. Ja, die haben immer ein Problem. Wenn die kein Problem haben, dann bist du in der falschen Zielgruppe. Dann kann da irgendwas nicht stimmen. Du musst dich nämlich als Experte etablieren und ihnen eine Lösung zu ihrem Problem anbieten. Und das machst du, indem du dieses Problem, das ist immer ein Hauptproblem, das hat viele verschiedene Unterthemen, ja. Sagen wir zum Beispiel im Network Marketing bist du in einer Nische von erfolglosen Networkern, ja. Dann haben die das Problem, dass sie nicht erfolglos sind, ja. Aber dazu kannst du so viel Output schaffen, ja. Warum sie nicht erfolgreich sind, wie sie erfolgreich werden, welche Tricks gibt es. Dann zählst du 50 Methoden auf, die du benutzen kannst. Dann redest du über Mindset, ja, über Motivation, über Teambuilding, über Kultur schaffen, über ja, Leute sponsern ohne Ende, ja, über Online-Marketing, über Offline-Marketing. Es gibt unendlich viele Themen, zu denen du Output schaffen kannst. Ja, wie du das im Endeffekt umsetzt, ist deine Sache. Ich rate dir, mach es kostenlos. Warum? Das erkläre ich dir gleich. Mach es kostenlos, ja, in Form von Videos. Mach Videomarketing. Mach E-Mail-Marketing. Bau dir eine Liste auf, ja, und die kannst du dann auch später Produkte verkaufen. Was kannst du noch machen? Du kannst kleine E-Books erstellen, ja, du kannst Blogartikel schreiben. Du kannst eigentlich so viel machen, du kannst Webinare erstellen, ja. Und das ist im Endeffekt alles, was du machen musst. Ja, du schaffst eben Output, du hilfst diesen Leuten bei ihren Problemen. Sprich nicht, und ich sage nicht, auf dein Geschäft an. Tu es nicht. Aus dem einfachen Grund, dass du wie ein Helfer und Freund rüberkommen sollst und nicht wie ein Verkäufer, wie ein schmieriger Verkäufer. Nein, du etablierst dich als Experte, als Helfer, ja. Und dann kommen wir zu Schritt 3, nämlich das Aufnehmen von Input von außen, ja. Das kommt im nächsten Video. Sei gespannt. Wenn du Interesse daran hast, wer zu erfahren, wie ich mein Business über das Internet aufgebaut habe, mit genau diesem System, ja, und wie dadurch täglich neue Interessenten kommen, die sich für mein Geschäft und meine Geschäftsmöglichkeit interessieren, ja, dann nimm Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten findest du auch unterhalb des Videos. Ich freue mich auf dich, dein Sebastian. Ciao.